Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. Genau, ihr Lieben. Das ist unsere Nummer. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich freue mich und begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche, zu einer neuen Domian-Woche, die ja montags immer mit einer freien Themennacht beginnt. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, ruft mich an oder mailt mir. Das hat getan auch der Burkhard. Das ist nämlich mein erster Anrufer heute Nacht und Burkhard ist 28 Jahre alt. Hallo Burkhard. Hallo Jürgen. Um was geht's bei dir, Burkhard? Ja, ist nicht so einfach, aber ich fange mit der Kindheitserlebnisse an. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass ich darüber spreche. Mhm. Ich habe auch lange gebraucht und habe auch lange überlegt, ob ich das überhaupt mache. Mhm. Naja, und nun will ich es doch mal versuchen. Ja. Also ich fasse mal ein bisschen zusammen. Ich war also bis zum 12. Lebensjahr im Elternhaus. Mhm. Hab drei Geschwister, die jünger sind als ich. Mhm. Und in der Familie war das eben halt so, dass der Vater eben viel arbeiten war, nicht zu Hause war und die Mutter hat immer viel Alkohol getrunken. Ja. Und hat eben halt auch die Kinder, also uns, vernachlässigt eigentlich. Und wir haben eben halt all jeden Frust, jede Unzufriedenheit eben doch zu spüren bekommen, indem sie uns dann verprügelt hat. Mhm. Oder eben halt viel auch verboten hat, unter anderem auch das Essen. Das Essen? Ja. Hat sie das getan? Nur wenn sie besoffen war oder auch im nüchternen Zustand? Sie war ja fast jeden Tag betrunken. Ja, fast jeden Tag betrunken. Und hat euch das Essen entzogen, als Strafe. Ja. Mhm. Naja, ich war dann, ich bin dann auch immer meistens abgehauen und hab dann eben halt irgendwo beim Bauer oder so, habe ich dann eben Hühner und Enten oder so geklaut und die geschlachtet halt, ausgenommen und hab mir dann Feuer gemacht und habe ich dann die gegrillt. Du hast als Kind, also als kleiner, als Junge, hast Geflügel geklaut und die geschlachtet, weil du so hungrig warst und hast die gebraten. Ja. Mhm. Und ich hatte ja auch mein Zimmer oben im Dachgeschoss. Also, mhm. Und die Wände, die waren eben halt sehr dünn. Mhm. Das war so Presspappe oder so. Bevor du das weitererzählst, ich hänge noch mal fest an der Vorstellung, dass du als Junge Geflügel geschlachtet hast, Hühner geschlachtet hast. Mhm. Hattest du da keine Angst vor oder tat dir das nicht leid, zu tun? Nee, meine Oma und mein Opa, die waren ja Bauern. Dann warst du damit halt vertraut mit so etwas? Ich habe das eben halt viel, oft war ich dabei, wenn geschlachtet worden ist, ob das Hühner, Tauben oder Schweine waren und so. Daher wusste ich schon, wie man das ungefähr macht. Ja, aber dennoch, wenn man so als Kind Hunger hat, geht man vielleicht irgendwo und holt sich, ich weiß nicht, irgendwoher was oder holt sich aus einem Geschäft was und vielleicht da einen Schokoriegel oder was weiß ich. Aber du hast so Hunger gehabt, dass du ein Hühnchen geschlachtet hast. Ja. So, jetzt aber, wo ich dich gerade unterbrochen habe, die dünnen Wände neben deinem Zimmer. Ja, also wenn es immer ziemlich kalt war oder so, man konnte den Ofen, der im Zimmer war, den konnte man nicht heizen. Mhm. Und weil man sonst dann hätte man eine Rauchvergiftung dann erlitten. Mhm. Und nachts oder so, wenn kam dann oft auch die Mutter dann hoch und hat dann eben halt während des Schlafs oder so dann hier die Decke weggerissen und einen verprügelt und hat auch meistens dann die Decke einbehalten, also dass ich dann dem Fall die Nacht ohne Decke dort verbringen musste. Mhm. Und auch das ist so was das Problem, was ich heute immer noch habe, dass ich eben halt großteils Angst habe, auch einzuschlafen. Mhm. Und ich zwinge mich halt eben auch oft lange aufzubleiben oder so lange wach zu bleiben, wie es überhaupt geht, ne? Sag mal, wenn die Mutter das gemacht hat, bei dir, hat die das bei den anderen drei Geschwistern, die jünger sind als du, hat die das bei denen auch gemacht? Naja, die das prügeln, ja, aber die Decke und so weggenommen nicht, weil die haben ja unten geschlafen und da konnte man ja auch heizen und alles, ne? Wie war denn die Rolle deines Vaters in all diesen Sachen? Naja, der war ja meistens immer nicht zu Hause, der war ja immer auf Montage meistens, ne? Aber ab und zu war er sicher mal zu Hause. Und dann hat er sich ums Viehzeug gekümmert.
Ah ja, dann hast du ihm auch nichts davon erzählt, was abgeht, während er weg ist. Nee, das hatte die Mutter ja auch immer gleich so mich unter Druck gesetzt, zum Wochenende hin, dass ich dann eben halt niemandem davon was erzähle. Ne? Wie schwer und wie schlimm hat deine Mutter dich geprügelt? Ja, das ging ja erst los mit der Hand. Ne? Und das hatte ihr dann, weiß ich nicht, dann hat sie nachher gewechselt zum Küchenmaterial, also Kellen und so. Mhm. Die sind dann auch durchgebrochen. Dann hat sie, ich weiß nicht, ob du kennst, diesen Holzhandfeger mit einem doppelten Lager aus Holz. Ja, die kenne ich noch. Mhm. Ja, und auch der ist dann irgendwann mal immer durchgebrochen. Und dann hat sie nachher diese Holzpantoffeln genommen, diese ganz dicken. Und auf dich eingeprügelt. Ja. Mhm. Das heißt, du musst doch dann immer wieder mal, also fast verletzt worden sein von ihr. Ja, ich hatte immer ziemlich Prellung, ziemlich blau, also richtig große blaue Flecken und dicke Prellung. Ja. Und dann hat sie auch mal hier so eine Wasserwaage genommen und da hat die ist mir mal runtergerutscht, die Treppe. Und dann wollte ich sie wieder hochnehmen und dann hat sie die Tür aufgesessen und hat sie die Wasserwaage genommen und hat mir das Ding in meinen Schädel gezogen. Und da hatte ich auch eine riesengroße Platzwunde am Kopf. Und dem Arzt hat sie dann nachher erzählt, ich sei die Treppe runtergefallen. Ja. Also diese ganze Kindheit ist in bei dir in Erinnerung, da kommt die schreckliche Situation hoch, dass die Mutter trinkt, dass die Mutter prügelt, dass die Mutter dich oder euch hungern lässt. Es kommt nichts Gutes hoch, wenn du an die Kindheit denkst? Nee. Gar nichts. Gab es irgendwann mal ein vielleicht ganz, wenn auch nur ganz selten mal, einen zärtlichen Moment zwischen dir und deiner Mutter? Nein. Auch nicht, als du ganz klein warst? Nein. Du kannst dich nie erinnern, dass deine Mutter dich mal in den Arm genommen hat, gestreichelt hat oder sowas? Nein. Meine Oma hat mir damals noch erzählt, bevor sie gestorben ist, da war ich 10, da hat sie mir erzählt, dass meine Mutter mich eigentlich loswerden wollte und sie hatte mich als Baby, als sie mich bekommen hatte, dann kurz danach hat sie mich über den Tisch geschleudert und wenn meine Oma mich nicht aufgefangen hätte, wäre ich dann gegen den Kachelofen geknallt. Ja, mein Gott, mein Gott. Ja. Mein Gott. Du warst bis Elternliebe oder sowas kenne ich nicht. Gar nicht. Nein, ich habe später mal, ab und zu durfte ich dann mal, wo ich im Heim war, durfte ich dann mal Wochenende bei anderen Familien mal, wurde ich dann eingeladen. Ja. Und dann mal eben halt gesehen, wie das eigentlich den in einer Praxis funktioniert. Ja. Und da weiß ich auch nicht, dass... Sag mal, Burkhard, du bist mit 12 dann aus der Familie rausgekommen. Warum? Wer hat das in die Wege geleitet? Das kam daher, wir hatten ein Wochenende gehabt, wo wir eben halt eingesperrt waren und die Eltern waren nicht da. Ich war oben eingesperrt und meine Geschwister unten. Und die haben immer geschrien. Wie viele jünger waren die eigentlich als du oder sind die als du? Na, ich bin 28, der zweitälteste ist 25, ja. Die Schwester ist 24 und der Jüngste ist jetzt 19. Ah ja. Okay, er wird eingesperrt. Und ich hatte oben im Zimmer eine Wäscheleine, die da gespannt war. Und die habe ich dann genommen, habe ich dann an der Tür befestigt und aus dem Fenster geworfen. Dann eben halt daran runtergerutscht. Hab dann also, ich habe das gar nicht mitbekommen, aber im Anfang. Ich hatte mir aber bis auf alle Finger komplett diese Wäscheleine bis auf die Knochen runter reingeschnitten, ne? Aufgerissen, ja. Ja, und bin dann nach vorne, hab dann eben halt die Tür eingetreten und hab dann die Schwestern da rausgeholt und bin dann meine Geschwister rausgeholt und bin dann eben halt zu meinem Opa gelaufen mit denen, ne? Und die haben das dann in die Wege geleitet, dass ihr ins Heim kommt? Nein, die hatten dann wieder ein Problem gehabt mit denen, wo dann die Eltern wieder kamen, hatten die wieder so eine Art Besäufnisabend. Und da haben sie zwar auf die Eltern drauf rumgehackt, aber es hat soweit nichts gebracht, außer dass wir dann eben halt wieder nach Hause gebracht worden sind. Wer hat denn letztendlich bewirkt, dass ihr ins Heim kommt? Ja, das komme ich jetzt gleich. Ja, da haben wir ja wieder Prügel gezogen von der Mutter, weil der Vater musste ja wieder arbeiten. Und sie hatte eben halt meine Schwester so doll geprügelt, die im Gesicht überall richtig blaue, dicke, fette so Stellen hatte, die sichtbar waren. Und am nächsten Tag zur Schule
in der Schule wurde das dann ja auch gesehen von den Lehrern. Ja, und die haben dann eben halt das Jugendamt benachrichtigt und die kamen dann auch am selben Tag und haben uns auch gleich mitgenommen. Jetzt machen wir mal einen Sprung in die Jetztzeit. Nun sind viele, viele Jahre vergangen. Leben deine Eltern noch? So wie ich weiß, ja. Du hast also keinen Kontakt zu ihnen? Nein. Du hast gerade am Anfang formuliert, dass du darüber noch nie gesprochen hast. Nee, habe ich nicht. Auch nicht mit einem guten Freund, deiner Freundin, auch mit deinen Geschwistern, nicht? Nee. Ich hab versucht, mal meiner letzten Freundin vielleicht ein bisschen was zu erzählen, aber irgendwie fiel mir so schwer auch, dass ich eben halt sie auch nicht dabei angucken konnte. Ja. Aber sie hatte das eben halt gemerkt, dass ich eben halt nicht auch mit ihr zusammen, also eingeschlafen bin oder so, sondern dass ich die ganze Nacht wach gelegen habe und dann erst am frühen Morgen oder wenn es hell war schon erst versucht habe einzuschlafen. Und sowas kommt oft vor? Ja, das kommt eigentlich täglich vor. Aber jetzt war eine Entscheidung bei dir gefallen oder ist eine Entscheidung bei dir gefallen, dass du gesagt hast, dir überlegt hast, dich hier darüber zu äußern und darüber zu sprechen? Ja, weil ich habe seit letztem, also ich war mit 18, wollte ich mir schon mal das Leben nehmen. Und einer aus dem Heim sozusagen hat eben halt mir dabei geholfen gehabt. Und ich meine, ich trage das ja auch mit mir rum jetzt, ne? Das ist auch sichtbar. Ich trage also eine 23 cm lange Narbe über dem Brustkorb. Was hast denn du gemacht? Na, ich wollte, er wollte die Hauptarterien durchschneiden, ne? Ah, ja. Und da war ich in der therapeutischen Behandlung danach auch. Bloß da habe ich auch gemerkt, dass ich das überhaupt nicht erzählen konnte, in der Richtung, über die Kindheit oder sowas. Umso tapferer von dir, dass du das jetzt hier gemacht hast. Ja, ich zitter auch, ne? Ja, ganz leid. Und vor allen Dingen, dass du jetzt auch hier so im Radio und Fernsehen erzählt hast und sehr klar erzählt hast. Das finde ich schon eine tolle Sache, Burkhard. Du weißt natürlich, dass diese Gespräche hier in der Sendung eine zeitliche Begrenzung haben. Das, ja, ist klar. Das tut mir öfters leid, vor allen Dingen, wenn Leute wie du jetzt zum ersten Mal über ihre Geschichte erzählen und das eine große Geschichte ist und eine auch sehr belastende Geschichte ist. Aber dafür habe ich ja immer meine Leute noch im Hintergrund, meine Psychologen, mit denen man dann länger und ausgiebiger und auch über vielleicht über Pläne reden kann, was zu tun ist. Ich finde, dass das erstmal gut war, dass du angerufen hast. Ich finde aber auch, dass es weitergehen müsste, dass du weitere Schritte in Sachen Psychotherapie einfädeln solltest für dich. Wie das zu machen ist und überhaupt, da würde ich sagen, redest du jetzt ausführlich mit meiner Psychologin, mit Simone. Ja. Ja, machen wir es so, lieber Burkhard. Ja. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich zurück und nochmal Hut ab, dass du dich getraut hast, das hier zu erzählen. Also ich gucke ja ziemlich oft deine Sendung, ich finde sie klasse. Danke, Burkhard, sehr nett. Alles von dir. Klar. Du legst auf, wir rufen gleich zurück. Mach ich. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr diese Nummer wählen oder ihr müsst mailen, nämlich domian@wdr.de. Richard, guten Morgen, Richard. Richard ist 58. Guten Morgen, ja, Domian. Hallo. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Richard? Bei mir geht's darum, dass ich nicht mehr weiterleben will. Warum? Und zwar ernsthaft nicht. Ich habe Krebs seit 2004. Ich habe 8 Krebsoperationen hinter mir. Ich habe 6 Chemotherapien hinter mir. Und jetzt haben sie festgestellt, dass er wieder trotzdem weiter wächst. Was für ein Krebs ist das? Ein Unterleibskrebs. Ein Unterleibskrebs? Also ein Prostatakrebs, oder? Prostata und Blase. Prostata und Blase. Und jetzt sollte ich wieder operiert werden. Und ich lasse nichts mehr machen. Was wollte man jetzt operieren und wo genau wollte man operieren? Die haben wieder festgestellt, dass trotzdem wieder weiter gewachsen ist. An einer anderen Stelle. Ja. Und wollten den entfernen und ich habe gesagt, ich will nicht mehr. 6 Chemotherapien ist natürlich auch sehr viel. Und 8 Operationen ist natürlich auch sehr viel, sehr viel. Seit dem Jahre 2004, sagst du. In welchem Verfassung fühlst du dich im Moment? Fühlst du dich schwach? Hast du Schmerzen?
Ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich habe im Dezember jetzt noch meine Frau verlassen. Warum? Sie hat seit ein paar Jahren einen Freund. Und ich hab's nicht wahrhaben wollen, aber seit einem Jahr ungefähr weiß ich es ganz sicher. Und dann hast du den Schritt unternommen, hast du gesagt, dann geh, dann möchte ich es dann beenden. Dann gehe ich. Weiß sie, wie es um dich steht? Sie weiß, wie es um mich steht, aber sie weiß nicht alles. Das heißt also, das, was du mir gerade erzählt hast, das weiß sie nicht? Nee. Wie lange wart ihr verheiratet? Oder 29 Jahre. 29 Jahre. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viele? Einen großen Sohn. Ja. Hast du mit dem ein gutes Verhältnis oder auch eher nicht so? Beide haben ein sehr gutes Verhältnis. Ist dein Sohn ein Vertrauter für dich? Hast du mit ihm auch jetzt deine... Nee, darüber kann ich mit ihm nicht reden. Warum nicht? Es geht einfach nicht. Er hat eine eigene Familie und ich möchte nicht haben, dass er sich zu viel Sorgen um mich macht und seine Familie vernachlässigt. Ja, das muss man ja nicht unbedingt. Wenn man sich um den Vater kümmert, muss man ja nicht die eigene Familie vernachlässigen. Fragt er denn so nach deinem Befinden und kümmert er sich um dich? Viel zu sehr. Viel zu sehr? Aber da muss er doch jetzt auch mitbekommen haben, dass es dir wieder schlechter geht. Und redet er nicht mit den Ärzten auch? Nee. Das nicht? Nee, da halte ich ihn raus. Das heißt, diese große Entscheidung, die du jetzt gefällt hast, wann hast du die eigentlich gefällt, dass du dich nicht weiter behandeln lassen möchtest? Ich sollte jetzt nächste Woche die nächste OP haben. Und das habe ich gestern mitgeteilt bekommen. Und da habe ich denen klipp und klar gesagt, nein, ich will nicht mehr. Ah ja, also das ist jetzt eine ganz frische Entscheidung. Ja. Wie haben die Ärzte darauf reagiert, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr? Sie haben fast eine Stunde versucht, mir am Telefon zu überzeugen, dass ich es machen soll. Weil sie aber glauben... Sie haben mir auch gleich gesagt, dass ich noch zwei Chemotherapien danach brauche. Ist denn... Nach der OP. Wäre dann... Hättest du denn nach der OP und den zwei Chemotherapien, hättest du denn dann eine realistische Chance, dass du den Krebs besiegst? Oder ist es nur, sage ich mal, eine lebensverlängernde Maßnahme? Ich glaube, dass es nur eine lebensverlängernde Maßnahme ist, denn gerade bei Unterleibskrebs hat man nur eine 15-prozentige Chance, die 5-Jahres-Grenze zu erreichen. Du hast mit niemandem bisher über diese Entscheidung gesprochen? Nee. Außer mit deinen Ärzten? Ja. Ich bin gerade ganz hellhörig geworden. Wir haben über deinen Sohn gesprochen und ich habe auch schon in deiner Stimme gehört, dass dein Sohn ein wichtiger Mensch für dich in deinem Leben ist. Das stimmt, ne? Ja. Und da hast du gerade so gesagt, er kümmert sich viel zu sehr. Das heißt... Ich habe Angst, dass er seine Familie vernachlässigt. So, jetzt will ich immer was sagen. Und das sage ich mit vollem Gewissen und vollster Überzeugung. Ich glaube, dein Sohn würde es dir übel nehmen, wenn du ihm nicht die Wahrheit sagst. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass er seine Familie nicht vernachlässigt, sondern zu dir steht und bei seiner Familie ist. Und in der schwersten Stunde muss man zusammenhalten. Und das wäre für dich auch so erleichternd, wenn du mit jemandem drüber sprechen könntest und vor allen Dingen mit dem Menschen, mit dem du so vertraut bist, wo du schon deine Frau verlassen hast. Ja, vielleicht, aber ich kann auch nicht aus meiner Haut raus. Ich habe viel zu oft, viel zu viel in mich reingefressen. Ja, so ein Typ bist du, glaube ich, der immer auch sich zurücknimmt und rücksichtsvoll ist für den anderen gegenüber. Das ist ja auch ein guter Charakterzug, wenn man nicht zu egoistisch ist. Aber ein bisschen Egoismus gehört da auch zu. Weißt du, ich will jetzt nicht pastoral werden, aber es gibt ja diesen
diesen tollen Satz aus dem Neuen Testament, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der besagt aber auch, dass man sich selbst auch lieben muss. Nur dann kann man den anderen auch lieben. Ich weiß nicht. Ich hab in meinem Leben viel zu viel geliebt. Und habe mich immer zurückgenommen. Und ich kann auch nicht aus meiner Haut raus. Mhm. Du hast diese Entscheidung jetzt getroffen mit dem Gefühl, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Ja. Mhm. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Mhm. Ich weiß nicht mehr, warum. Mhm. Ich hab wegen der Krankheit mein Haus verloren. Mhm. Meine Frau verloren. Meinst du, dass die Frau... Den Sinn vom Leben verloren. Ja. Meinst du, dass du deine Frau verloren hast wegen deiner Erkrankung? Das weiß ich nicht. Aber es hängt vielleicht damit zusammen. Mhm. Ich habe schon eine schwere Erkrankung davor, ja, gut über die Bühne gebracht. Mhm. Und also war schon die Frau schon ein ganz wichtiger Lebenshalt für dich? Sie war der Lebenshalt für mich. Mhm. Mhm. Und der ist jetzt weg. Ja. Mhm. Was du gestern mit deinem Arzt telefoniert hast, hat der Arzt das dann so als endgültig hingenommen oder hat er gesagt, kommen Sie doch nochmal vorbei und wir reden nochmal so Aug in Aug? Er hat gesagt, ich soll mir es nochmal gut überlegen. Mhm. Weil wenn ich zu lange warte, wird es zu sehr ausufern und dann könnten sie auch nichts mehr machen. Mhm. Weißt du, Richard, ich habe vor einer solchen Entscheidung grundsätzlich hohen Respekt. Ich würde auch niemandem reinreden, wenn er das wirklich aus voller Überzeugung tut und wenn es eigentlich keine Rettung mehr gibt. Wenn es nur um eine Lebensverlängerung geht, die auch noch auf Kosten der Lebensqualität dann stattfindet. Hm. Aber das weiß ich nicht so genau bei dir. Du bist. Aber so ist es bei mir. So ist es bei dir. Hm. Hm. Hinzu kommt, dass du seelisch so niedergeschlagen bist. Angeschlagen. Noch nicht niedergeschlagen. So, das ist ja noch ein Unterschied. Das ist ja schön, dass du das sagst. Das ist schön, dass du es sagst. Weißt du, was ich ganz toll fände, Richard? Hm? Was? Wenn du diese Entscheidung doch mit deinem Sohn besprichst. Der kennt dich am besten. Und ich glaube, dass der die richtigen Worte finden wird für dich. Ich habe keine Angst vor den Operationen. Mhm. Ich habe eigentlich auch keine Angst vor der Chemotherapie. Mhm. Ich habe mehr Angst davor, glaube ich, so hilflos zu sein, wie man bei einer Chemotherapie dann ist. Mhm. Absolut kraftlos. Man kann nichts. Mhm. Man kriegt nichts auf die Reihe. Mhm. Mhm. Wenn ein Brief kommt, eine Rechnung kommt, man hat keine Kraft, um den aufzumachen. Mhm. Und wenn man alleine ist, dann ist es beschissen. Wohnt dein Sohn bei dir in der Nähe? Nicht ganz in der Nähe. Wie viele Kilometer entfernt? 20 Kilometer. Mhm. Mhm. Und er hat einen Job, er hat Familie, er hat eigene Interessen, die wirklich liebenswert sind. Ja. Aber du hast ihn auch dran hindern, ich sage jetzt einfach mal täglich irgendwie nach mir zu schauen. Aber du hast schon den Eindruck, dass dein Sohn dich sehr liebt. Ja. Ich glaube, deinem Sohn würde das Herz aufgehen, wenn er das jetzt hier hören würde. Und er wird, ich möchte gar nicht mehr vorstellen, wie sehr du dich da zurücknimmst und wie viel Theater du vielleicht auch spielst, um ihn zu schonen. Aber das musst du nicht, Mensch.
Das ist dein Sohn und dir geht's verdammt schlecht im Moment und dann steht der dir auch bei. So wie du deinem Sohn auch beigestanden hast früher, als er klein war. Das ist völlig normal. Und wenn er weniger sein Hobby nachgehen kann, weil er, das ist auch nicht schlimm, das wird er auch nicht schlimm finden. Ruf ihn an und erzähl es ihm oder besuch ihn und sag ihm, was los ist. Vielleicht hast du recht, aber... Wenn du sagst, ich habe mein ganzes Leben lang so viel Rücksicht genommen, ich habe mein ganzes Leben lang zu viel geliebt, das sind... Du sagst auch, ich kann nicht raus aus meiner Haut. Ja, das können die meisten Menschen nicht. Das muss man auch respektieren. Aber ein bisschen verändern kann man sich auch selbst, wenn man schon... Ich habe mich schon verändert, indem ich zum Beispiel bei meiner Frau gegangen bin. Mhm. Und nicht weiter geschluckt habe. Mhm. Ja, das finde ich auch gut. Vor allen Dingen finde ich das eine ganz große Leistung, in deiner Situation so etwas zu machen, wo du schon so angeschlagen bist. Ich musste das machen, so schwer. Es gibt so einen netten Spruch, der heißt, ich geh kaputt, gehst du mit? Mhm. Lieber Richard, das wollte ich nicht. Ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt. Ich fasse das nochmal zusammen. Ich habe Respekt vor solchen Entscheidungen. Aber ich finde, dass man schon auch mit den liebsten Menschen, die man hat, darüber sprechen sollte. Sprich deinen Sohn an und erzähl es ihm. So, und jetzt? Er wird versuchen, mich zu überzeugen, dass ich es doch mache. Und dann... Hast du Angst davor, dass er... Dann möchte ich ihn nicht enttäuschen. Naja. Und auf der anderen Seite habe ich aber wirklich genug. Ich verstehe deinen Konflikt. Dann gibt es eine Erwartungshaltung von dem Sohn und du willst, wie du gerade selbst sagst, du willst ihn nicht enttäuschen. Ja. Lieber Richard, das tut mir irrsinnig leid. Ich gucke gerade auf meine Uhr, wir reden schon sehr, sehr, sehr lange. Ich weiß. Ich will dich wirklich nicht abwimmeln, weil ich weiß, wie sehr, sehr ernst dein Problem ist. Ja. Ich möchte auch, dass wir dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Bist du damit einverstanden? Ja. Und die Nummer haben sie. Ja. Und dann kann meine Mitarbeiterin, die Psychologin, die Simone, auch nochmal mit dir sprechen. Und das auch nochmal alles bedenken. Nochmal abwägen, was zu tun ist. Ja. Das ist ein sehr netter... Ich habe schon mit deinem Redakteur davor gesprochen. Bist ein sehr netter... Es gibt viele Punkte, die ich mit ihm schon davor besprochen habe, die ich aber mit dir jetzt nicht besprochen habe, weil sie einfach hier in die Sendung nicht reingehören. Ja. Ich finde, dass du ein sehr netter Mann bist und habe Respekt vor all dem, was dich zurzeit umgibt und beschäftigt. Jetzt legst du bitte auf, Richard, und wir rufen dich gleich zurück. In Ordnung? Okay. Auf Wiederhören und alles Gute. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch per Telefon oder per Mail unter domian@wdr.de. Hier ist Sandra. Und Sandra ist 26 Jahre alt. Hallo, Sandra. Ja, hallo. Guten Morgen, Sandra. Um was geht's bei dir? Ich habe vor 2 Wochen erfahren, dass also von der Ex-Freundin von meinem Freund, dass sie, also wir sind jetzt 3 Jahre lang zusammen und dass sie immer noch mit ihm geschlafen hat. Bis vor einem halben, dreiviertel Jahr. Das hast du von ihr erfahren? Ja, das habe ich von ihr erfahren. Sie hat dir das erzählt? Also es war so, es ging darum, mein Freund, der hat 2 Kinder von ihr. Und ich muss kurz das Telefon ein bisschen lauter machen. Ja. Also, der hat 2 Kinder von ihr und er hat sich länger nicht um die Kinder gekümmert. Und daraufhin hat sie halt bei mir angerufen. Und dann sind wir halt ins Reden gekommen und ich habe sie gefragt, wann sie das letzte Mal mit ihm geschlafen hat. Und dann hat sie gesagt, von einem halben, dreiviertel Jahr. Da wusste sie aber auch, dass er mit dir zusammen ist. Ja. Und ihr war klar, wie brisant diese Information ist, dass sie dir das sagt. Ja, sie hat auch gesagt, ja, eigentlich wollte sie es mir nicht sagen. Und er hat auch immer gesagt, sie soll es mir ja nicht sagen. Ist sie denn in ihn noch verliebt?
Ich denke schon, dass da noch viele Gefühle sind. So, das ist natürlich ein Hammer, ne? Sowas zu erfahren. Ja. 3 Jahre zusammen und bis vor kurzem hat er das noch gemacht und er hat dir den treuen Freund vorgespielt. Hast du ihn zur Rede gestellt? Ich weiß es ja nicht. Ja, ich habe ihn zur Rede gestellt. Ich habe ihn gleich drauf angesprochen. Mhm. Er hat ganz ruhig reagiert. Er hat erstmal, ich war total aufgelöst und total fertig und am liebsten hätte ich den Kopf runtergerissen. Und dann ist er auf jeden Fall erstmal mit mir spazieren gegangen und hat sich das angehört und hat halt gemeint, ja, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sie lügt. Ja, und ich habe immer wieder, also das ist gerade in unserer Beziehung immer wieder ein Streitthema, weil ich kann ihm natürlich jetzt nicht mehr vertrauen. Und als so. Du ihm das gesagt hast, seine erste Reaktion, sein Gesichtsausdruck, wie war der? War der versteinert? War der zornig? War der verschämt? Nein, wie gesagt, ganz ruhig. Also ich war ja total aufgelöst und aufgeregt und hab dann auch geweint und war total fertig und er ist hergekommen. Also er sagt dir, er schwört quasi, dass er kein Mal mit seiner Ex, während ihr zusammen seid, geschlafen hat. Ja, also es war ja so, als wir zusammengekommen sind. Er hat mir zuerst wusste ich, also die zwei hatten eine schlechte Beziehung und waren auch schon bei der Partnerschaftsberatung und das hat auch nicht geklappt und sie waren so am Auseinandergehen. Sie waren aber noch zusammen. Mhm. Und dann sind wir zusammengekommen, haben wir uns getroffen und wir sind zusammengekommen und dann habe ich das auch erst später erfahren, dass sie da eigentlich noch zusammen waren. Okay, aber er auf jeden Fall streitet er ab, dass er in den letzten 2 Jahren oder in den letzten, also in der Hauptzeit eurer gemeinsamen Zeit, ist da nichts. Genau, das streitet er ab. Sagt er ganz klar. Er sagt, das ist eindeutig nicht passiert. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wem ich glauben soll. Kann natürlich sein, deswegen fragte ich das. Es macht mich schon stutzig, dass beim allerersten Gespräch, das du mit dieser Frau führst, sie dir das erzählt. Warum erzählt die das? Fragt man sich als Außenstehender. Wenn sie nur eine Sexgeschichte mit ihm, sie will ihm irgendwann, also entweder will sie ihm einen auswischen, oder sie auch, oder sie ist nach wie vor doch noch interessiert an ihm und will die bestehende Beziehung kaputt machen. Mhm. Also so die beiden Sachen kämen mir in den Kopf, wenn das eine abgeklärte Geschichte wäre und sie vielleicht auch nur Sex ab und zu gerne hätte mit ihm. Warum sollte die dir das erzählen? Da würde sie sich das ja kaputt, würde sie sich das selbst ja kaputt machen. Ja, das sind halt auch so Gedanken, die ich die ganze Zeit mache. Also das ist natürlich jetzt eine Frage letztendlich, wem glaubst du? Glaubst du dieser Frau, mit der du eigentlich gar nichts zu tun hast? Glaubst du deinem Freund, der dir, so wie du es geschildert hast, zumindest sehr emotional kundgetan hat, dass er die Wahrheit sagt? Ja, also er schaut mir geradewegs in die Augen und sagt, nein, er hat es nicht gemacht. Mhm. Hat er denn daraufhin, ich meine, das muss ihn doch in Wut versetzen, er müsste doch dann sich bei dieser Frau melden und der den Kopf waschen. Das ist halt das Problem. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das konnte ich ja auch nicht verstehen, dass er da so ruhig bleibt. Mhm. Aber er will halt keinen großen Streit mit ihr anfangen, weil er Angst hat, dass das dann wieder Probleme mit den Kindern kriegt. Was natürlich auch ein Argument ist, ne? Und was weil sie halt auch psychisch sehr labil ist. Also wo er sich von ihr getrennt hat, da ist sie ziemlich ausgeflippt und hat gemeint, ja, sie bringt sich um, sie bringt die Kinder um und er hat halt auch gemeint, sie ist eine Person, mit der man stundenlang reden kann und es bringt trotzdem nichts. Ja, also ist das nachvollziehbar? Ist sein Verhalten da nachvollziehbar, dass er sich da nicht hinwendet und telefoniert? Und er meint halt, wenn er jetzt, er kann da jetzt nicht, wenn er sie jetzt anschreit oder wütend auf sie ist, dann macht sie auf stur und dann kann man mit ihr überhaupt nicht mehr reden. Ja, ja, das ist vielleicht auch dann sogar zutreffend. Ich würde sagen, Sandra, gib ihm und gib euch eine Chance. So vom Gefühl her, also es ist wirklich, ich kann komplett daneben liegen. Vom Gefühl her glaube ich deinem Freund. Mhm. Nach dem, was du mir gerade erzählt hast. Ich kann mich ja nur darauf beziehen, was du erzählt hast und wie du es erzählt hast. Es ist halt, er war auch öfter schon draußen bei ihr, hat auf die Kinder aufgepasst, hat dort übernachtet. Und er hat mir auch selber
das kam halt auch um X-Ecken raus, dass er mit ihr zusammen in einem Bett schläft. Und dann habe ich ihm halt auch, warum schläft er noch mit ihr in einem Bett? Dann hat er gemeint, ja, auf dem Sofa war es ihm zu unbequem und das andere Zimmer, das Gästezimmer, das war total vollgestellt. Mhm. Und er könnte wirklich nur neben ihr schlafen, ohne dass irgendwas passiert. Aber als Frau denke ich mir halt, Klar. Das mag vielleicht sogar sein. Das könnte sie ja auch für sich ausnutzen. Vielleicht, ja. Es kann ja sogar sein, wie lange waren die zusammen? 4 Jahre. Ja, es kann natürlich sein, dass die wirklich einfach so nebeneinander pennen können. Aber das ist natürlich für dich schmerzhaft und das sollte er nun wirklich auch unterlassen. Das müsste er dir versprechen, dass er das nicht macht. Ja, darüber haben wir auch geredet und er hat mir versprochen, dass er das nicht mehr machen wird. So. Also mit ihr jetzt in einem Bett schlafen, dass du. Er entweder im Schlafzimmer, auf dem Sofa pennt oder halt in einem anderen Zimmer. Du liebst diesen Mann nach wie vor. Ja, wir sind vor kurzem erst zusammengezogen und ich hänge halt schon total an der Beziehung. So, jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass einem das einen Schlag versetzt, was du erzählt hast. Dennoch würde ich sagen, Sandra, gib euch und gib der ganzen Sache nochmal eine Chance. Mach es. Aber es ist halt so, wenn man nicht weiß, ist klar. Ist das wahr, ist das nicht wahr, ist hat klar. er mich betrogen? Ja, gut, aber wenn er mich betrogen hat, dann hat es für mich alles keinen Wert mehr. Dann das ist klar, aber das kannst du jetzt endlos immer wieder so sagen. Und da drehst du dich im Kreis. Du musst jetzt eine Entscheidung fällen. Eine Entscheidung, nämlich entweder ich glaube ihm nicht und die Sache ist gelaufen, oder du fährst es ganz hoch und du glaubst ihm und sagst, okay, ich reiß mich jetzt auch ein bisschen am Riemen und fange jetzt nicht ständig davon an und gucke nach vorne. Und beobachtest auch ihn, wie er sich bemüht um dich und ob er glaubhaft ist. Ich würde es an deiner Stelle so machen. Ja, also er hat sich ja schon in letzter Zeit sehr um mich bemüht. So. Muss ich ja schon zugeben. Also, und deswegen tut es mir auch leid, wenn ich ihm immer wieder dieses Thema komme und ihm dadurch halt immer wieder die Hölle heiß mache. Und eben, da kann man auch dann sehr nervig werden und irgendwie auch schlechte Stimmung machen. Ja. Gib ihm eine Chance, okay? Mhm. Versuch's mal. Okay. Alles Gute. Dankeschön, hat mir verdammt gut getan. Tschüss. Das freut mich. Tschüss, Sandra. Tschüss. So, meine Lieben, ich erzähle euch jetzt, was wir morgen für ein Thema haben. Das ist jetzt eine gute Zeit dafür, 1.37 Uhr. Morgen heißt unser Thema In der Disco passiert. Ich möchte mit euch über Vorkommnisse, Geschehnisse, Sex, Gewalt, weiß ich was, was in der Disco passiert ist, was ihr schon in Diskotheken erlebt habt. Schöne Sachen, schreckliche Sachen, verrückte Sachen in der Disco passiert. Das ist unser Thema morgen. Mario ist hier. Mario ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Mario. Hallo, Jürgen. Mario, was geht's? Ja, mein Problem, ich habe in den letzten 2,5 Jahren 3 Menschen an Krebs verloren. Mhm. Wen? Angefangen hat das mit meiner Oma 2003. Ja. Letztes Jahr im Januar ist mein Onkel verstorben an Krebs. Mhm. Und zum Schluss, letztes Jahr im Oktober, mein Vater. Wie alt ist dein Vater geworden? Du bist noch recht jung. Mein Vater ist 56 geworden. 56. Mhm. Ich muss dazu sagen, mein Vater ist seit 2001 erkrankt gewesen. Was für einen Krebs hatte er? Lungenkrebs. Lungenkrebs, mhm. Und wie gesagt, er war dann die 4 Jahre dann halt krank, seit 2003, Juni 2003, war er dann zu Hause, er ist ein Rentner geworden. Mhm. Und ja, ich bin in der Zeit, wo mein Vater krank war, ich wohne mit meinen Eltern zusammen in einem Haus. Mhm. Ich habe oben eine Wohnung und ich habe das irgendwie, oder ich bin da irgendwie nicht so mit klar gekommen mit der ganzen Krankheit. Mhm. Mein Vater hat sich sehr verändert. Mhm. Wenn es ging, dann sind mein Vater und ich eigentlich täglich, haben wir uns irgendwie dann doch gekappelt, irgendwas war immer. Und lass es nur belanglose Dinge gewesen sein. Ja. Ich habe das. Auch in der Krankheitsphase. Ja, ja. Mhm. Ja, gerade in der Krankheitsphase. Davor nicht. Mhm. Und dann hatte ich natürlich auch Gespräche mit seinen Ärzten und die sagten dann zu mir, er ist krank und das ist so bei Krebspatienten. Mhm. Ich sage, ja, gut, ich muss da aber trotzdem irgendwie mit klarkommen. Machst du dir im Nachhinein Vorwürfe? Ja. Dass du zu unfreundlich warst, dass du zu wenig hast 5 gerade sein lassen und so weiter? Mhm. Ja, ja. Hat er in der Endphase sehr gelitten? Gelitten hat er eigentlich seit 2003. Mhm. Also mein Vater sagte zwischendurch immer mal,
er möchte nicht mehr, er hat keine Lust mehr, weil man da auch nichts mehr machen konnte bei ihm. Ist er dann zu Hause verstorben? Oder Nee. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Ja, das Problem ist, eigentlich gebe ich mir auch die Schuld daran, dass mein Vater nachher im Endeffekt so verstorben ist, wie es passiert ist. Warum? Weil mein Vater ist im Krankenhaus verstorben und mein Vater wollte nicht ins Krankenhaus. Mein Vater ist nicht wegen der Krebsgeschichte ins Krankenhaus gekommen, sondern mein Vater ist ins Krankenhaus gekommen, weil er so einen Abszess im Mund hatte. Also er ist in die Zahnklinik gekommen. Und daraufhin hat sich sein Zustand so verschlechtert in der Nacht, dass er dann doch in die innere Medizin musste. Und da ist er behandelt worden, wenn ich es ganz klar sage, wie der letzte Dreck. Er ist nicht gewaschen worden, mein Vater konnte nicht mehr alleine zum Klo gehen. Wenn mein Vater, wie lange hat er denn da dann noch gelegen? Eine Woche. Eine Woche. Wenn mein Vater dann geklingelt hatte und gefragt hat, ob man ihn denn zum Klo begleiten könnte, er schafft das nicht alleine, da sagt die Schwester nur zu ihm, Herr Voss, ich weiß, dass Sie das können. Sie können auch alleine hingehen. Und bei ihm war das dann nachher so, er fing an zu weinen und hat dann auch Angst gehabt zu fragen. Welchen konkreten Vorwurf machst du dir, gerade diese Krankenhausgeschichte betreffend? Dass ich ihn hingebracht habe. Dass du ihn hingebracht hast? Ja. Also, aber der Anfang war ja nötig, der erste Krankenhausaufenthalt mit dem Abszess. Ja, nee, er wollte nicht. Ach, das wollte er auch nicht? Nein, er wollte überhaupt nicht. Wir waren den Morgen waren wir noch beim Zahnarzt hier bei uns im Dorf. Und er sagte dann, ich kann nichts machen, weil mein Vater ja so Blutverdünnungsmittel gekriegt hatte. Und hätte er ihn da den Zahn gezogen in der Praxis, hätte er verbluten können. Das heißt, dein Vater wollte es einfach so sein lassen, so hinnehmen? Er hätte damit auch, hat das geschmerzt im Mund? Ja, aber geschmerzt. Aber er hat ja seit 2003 oder seit 2002 mit den Schmerzen sowieso gelebt. Das er hat natürlich starke Medikamente gekriegt. Das heißt, du hast ihn versucht zu überzeugen, komm, wir fahren in die Zahnklinik und lassen das machen. Versucht, wir hatten uns noch gestritten im Morgen. Er wollte nicht. Und dann hast du richtig Druck auf ihn ausgeübt? Ja, ich habe zu ihm gesagt, hier, du musst dahin. Das wird doch immer mehr, die Schmerzen werden immer doller. Und irgendwann liegst du hier. Ja. Was hat übrigens deine Mutter für eine Rolle gespielt? Ja, meine Mutter hat auch gemeckert. Weil meine Mutter dann, wir wollten ihnen ja eigentlich helfen. Nun war das ja, darauf wollte ich gerade hinaus, nun war das ja durchaus gut gemeint. Und ihr wolltet, wart wahrscheinlich in der Annahme, das erledigt sich vielleicht in der Woche in der Zahnklinik und dann kann er wieder nach Hause. Genau. Dass das aber dann so einen Verlauf genommen hat, das konnte ja nun auch keiner ahnen. Eben. Und ich muss auch dazu sagen, als mein Vater dann nachher aus der Zahnklinik rauskam, mein Vater war in der Zeit, wo er krank war, war ganz oft im Krankenhaus. Und sobald mein Vater im Krankenhaus war, verbesserte sich der Zustand immer. Und man wusste auch, er kommt dann wieder nach Hause. Und ich hatte vom ersten Tag an, hatte ich das Gefühl, da geht irgendwas schief. Irgendwas, hier ist irgendwas nicht so, wie es sein soll. Also das war nicht das Krankenhaus, wo er sonst war? Doch. Und vorher haben die ihn gut behandelt, aber dann nicht? Ja, vorher, mein Vater, hört sich blöd an, aber mein Vater, wenn er ins Krankenhaus musste, dann wollte er immer dahin. Ja. Er sagte, da gefällt mir das und dann wollte er immer wieder hin. Das heißt, du musst ja auch nicht den Vorwurf machen, es hätte ja auch sein können, dass du deinen Vater da in eine falsche Klinik hast einweisen lassen. Nein. Er war da, wo er immer war. Er war da, wo er immer war. Hat er denn währenddessen, er war dann eine Woche noch da, sagst du, ne? Eine Woche, hat er dann zwischendurch mal gesagt, er will nach Hause? Das Komische ist, mein Vater hat am ersten Tag gleich gesagt, wo er da ins Krankenhaus kam, da fing er gleich an und sagte, er mir selber persönlich nicht, aber meiner Schwester und meiner Mutter sagte er, wie er beerdigt werden möchte. Er möchte keine Trauerfeier, es soll alles ganz schnell passieren. Das heißt, das hat er dann schon geahnt, wie sich sein Zustand zugespitzt hat und dass er vielleicht gar nicht mehr nach Hause kommt. Mit Sicherheit, ja. Er sagte zu mir dann noch, im Krankenhaus hat er mir dann noch Sachen gesagt, die er mir sonst nie gesagt hat. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel, dass ich aufpassen soll auf meine Mutter. Dass ich hatte auch selber von mir aus Probleme. Ich war im letzten Jahr im Juli habe ich mir versucht, das Leben zu nehmen. Habe viel Alkohol getrunken gehabt. So, und er sagte, ich soll denn
den Scheiß nachlassen. Ich soll mich aufs Leben konzentrieren und soll, ja, was Vernünftiges werden. Aber dann hat er dir doch schon eine ganze Menge noch gesagt und eine ganze Menge Aufgaben mit auf den Weg gegeben, die du in seinem Sinne erfüllen solltest und kannst, die ganz wichtig sind, in seinem Sinne zu erfüllen. Dass diese Geschichte mit der Zahnklinik und dem Krankenhaus jetzt so einen unheilvollen Verlauf genommen hat, konnte ja nun wirklich niemand vorhersehen. Ja. Und sich da einen Vorwurf zu machen, ja, einerseits kann ich es verstehen, andererseits, wenn man wirklich ganz objektiv drüber nachdenkt, kann da keiner was zu. Was du aber tust, du kannst dir Vorwürfe machen und man kann sich immer wieder Vorwürfe machen und sich damit beschäftigen. Aber viel besser ist doch, sich das ins Gedächtnis zu rufen, was der Vater sich gewünscht hat und daran zu arbeiten, dass das in Erfüllung geht. So kannst du ihm doch wirklich Rechnung tragen. Ja, ich bin ja auch dabei. Also ich versuche das ja auch wirklich so zu machen, wie er es wirklich gewollt hätte. Zum Abschluss ist es dann ja nachher wirklich so gekommen. Mein Vater ist auf Montag verstorben. Er musste morgens nochmal zur Magenspiegelung. Und ich war mit meiner Schwester dann da und er sagte dann noch zu uns den Morgen, kommt mal mit, oder die Magenspiegelung war im Keller, kommt noch mal mit runter, wartet noch mit mir da vor der Tür. So, dann hatten wir dann da gewartet und er sagte dann noch irgendwie was ich selber nicht mehr so ganz verstanden hatte. Und dann sagte ich nur, ja, bis nachher denn. Wir kommen dann nachher gleich wieder, weil die hatten zu uns gesagt, das dauert 20 Minuten. Ja. Ich sag, wir gehen dann schnell einen Kaffee trinken und dann kommen wir nachher wieder. Und er hob dann nur die Hand und mehr nicht. Und dann sind wir wirklich einen Kaffee trinken gegangen und dann eine halbe Stunde später waren wir dann wieder da. Meine Mutter ist mittlerweile dann auch eingetroffen. Und wir kamen dann aufs Zimmer rauf und mein Vater lag da kreidebleich auf seinem Bett. Die Augen hatte er schon verdreht. Er hat uns gar nicht mehr, also wir mussten richtig ran ans Gesicht, sonst hätte er uns gar nicht wahrgenommen. Die behandelnde Ärztin war mit im gleichen Zimmer, die war bei dem Nachbarpatienten. Und mein Vater röchelte meiner Mutter dann nur noch zu, mir ist schlecht und mir wird schwarz vor Augen. So, meine Mutter hatte dann sofort die Ärztin gerufen, hat dann zur Ärztin gesagt, Frau Doktor, kommen Sie schnell, mein Mann kriegt keine Luft mehr. Die guckte meine Mutter nur an und sagt, ich komme zu Ihnen, wenn ich hier fertig bin. Und meine Mutter hatte die Ärztin zweimal berufen. Daraufhin ist sie immer noch nicht erschienen. Ich bin dann runtergelaufen, habe den Oberarzt geholt. Und als ich unten war, hörte ich dann schon das Geklingel auf der Station, und wie Ärzte von der Intensivstation kamen. Und man hatte dann oben eine Dreiviertelstunde versucht, auf Zimmer ihn dann wieder ins... Oder aber er ist dann daran dann im Laufe des Morgens verstorben? Ja, auf der Intensivstation. Anderthalb Stunden haben die dann noch versucht, auf der Intensivstation noch wieder zu holen. Mario, ich glaube, dass du dir da keine Vorwürfe machen musst. Du warst ja selbst da an dem Tag bei ihm. Und ihr seid auch noch mit bis zur Magenspiegelung gegangen. Und dann habt ihr einen Kaffee getrunken, was ja auch okay ist, weil der Eingriff vorgenommen wurde. Und dann wart ihr wieder bei ihm. Wie gesagt, rufe dir seine Worte immer wieder ins Gedächtnis und handle entsprechend. Ja. Ich glaube, das ist genau das, was du für deinen Vater tun kannst, nämlich seinen Wunsch, seine letzten Wünsche erfüllen. Und es macht gar keinen Sinn, sich vorzuhalten, hätte ich ihn mal nicht in die Zahnklinik, vielleicht wäre das dann so. Das hat jetzt so seinen Verlauf genommen. Ja. Und er war ja nun so schwer krank auch. Ja, wie gesagt, das wäre dann... die Vorwürfe natürlich, ihn ins Krankenhaus gebracht zu haben und natürlich dann auch davor, wie ich ihn davor behandelt habe oder wie wir uns dann immer wieder unterhalten haben. Klar. Aber weißt du, du bist auch erst 23 Jahre alt. Das, was dir da passiert ist, das passiert auch Leuten, die viel älter und erfahrener sind, dass man vielleicht ungehalten ist Kranken gegenüber und dass nicht alles so perfekt läuft. Man ist ja, kein Mensch ist ja perfekt, selbst auch in solchen schweren Situationen nicht. Ich glaube, dass er dir das vergeben hat, dein Vater. Und das ist auch, sicher kann man sich darüber immer wieder Gedanken machen. Aber ich sag's dir, alles wiegt es auf, wenn du so handelst, wie er es sich wünscht. Das wiegt all das auf, was du vielleicht an Fehlern gemacht hast. Ja. Handle, wie dein Vater es wollte. Mein Lieber. Ja.
Wir müssen leider Schluss machen. Alles klar. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute von Herzen, Mario. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss. Gut, tschüss. Hier ist, ich muss euch mal sagen, mir tut das wirklich manchmal leid, dass wir natürlich nicht im Rahmen einer solchen Sendung so ganz, ganz lange mit Menschen sprechen können, die sehr ernste Anliegen haben. Wir bemühen uns ja schon und stehen hier auch nicht in einem so extremen Zeitkorsett. Und meine Mitarbeiter rufen dann ja auch nochmal einige an. Aber mir tut es dann manchmal doch schon leid, wenn ich mich von jemandem verabschieden muss, wo ich denke, da müsste man eigentlich noch länger reden. Aber das kann man natürlich im Rahmen einer solchen Sendung nicht machen. Hier ist Viola und Viola ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Tom, ja. Hallo Viola. Was ist denn dein Thema? Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt bei dir durchgekommen bin. Mhm. Und mein Thema ist einfach Missbrauch. Mhm. Und das betrifft deine Person? Meine Person und meinen Vater. Ja. Wie alt warst du, als das passiert ist? Zumindest so weit, wie ich zurückdenken kann, war ich knapp 7, gerade im ersten Schuljahr gekommen. Hm. Und dann, ich traue mich gar nicht zu reden, aber... Wie lange Jahre hat er das getan? Na, bis 14, 14,5 ungefähr. Bis du 14,5 warst ungefähr? Hm. Hat dein Vater dich vergewaltigt? Missbraucht, ja. Er hat erst... Er ist angefangen, kleine Spielchen zu machen und dann halt dann richtig. Und ich, hat deine Mutter irgendwas mitbekommen? Ich vermute es heute. Heute vermute ich es, aber sie ist leider gestorben. Und ich kann sie heute nicht mehr ansprechen, obwohl ich ja gerne möchte, aber... Ja. Wie kam es, dass er dich dann in Frieden gelassen hat? Wie kam es, dass er mich in Frieden gelassen hat? Ich bin ausgerissen. Ich bin das erste Mal mit 12, das war das Schlimmste gewesen. Und ich mit 12 Jahren von Essen nach Hattingen zu Fuß gelaufen bin. Mhm. Und da war nicht die Polizei und kein Jugendamt da gewesen, was mir geholfen hat und mich gefragt hat, wo ich eine Woche war. Das haben meine Eltern wohl irgendwie, ich weiß es nicht, wie, aber verheimlicht. Mhm. Ja, und dann war ich mit meinen Geschwistern damals. Also sind 8 Kinder, beziehungsweise mit mir 9 Kinder zu Hause. Große Familie. Mhm. Ja, und in Großfamilie kommt das ja normalerweise nicht vor, sagt man. Mhm. Zumindest habe ich das von den Sprüchen anderer Leute und Jugendamt gehört, dass sowas nicht gibt. Also 14,5 und danach bist du dann wieder in die Familie gekommen? Ja, wir waren dann im Schützenverein gewesen, im Schießverein. Mhm. Und der Schießverein hat dann gewechselt zu irgendeiner Schule in einer Wirtschaft. Und da habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt. In dem Alter schon? Mhm, in dem Alter. Da warst du 14,5? Da war ich 14,5, ja. Aber du bist dann doch wieder in die Familie zurückgegangen, oder nicht? Ich bin in der Familie zurückgegangen, am Anfang. Und da hat er dich in Ruhe gelassen? Nee, hat er noch nicht. Wann hast du die Familie denn verlassen, in welchem Alter? Habe ich die Familie verlassen, das war knapp 15. Mhm. Weil ich habe... Und wo bist du denn hingegangen? Nach meinem Mann. Schon. Wie alt deswegen, war, wie alt da war der, ich? Nee, wie alt war der Mann denn da damals? Knapp 18. Ja, dann bist du mit 15. Er hatte schon? Gerade seine Wohnung. Mhm. Ja, und die Eltern haben um der Ecke gewohnt. Wie und oft? Ich habe ihn im Schießverein kennengelernt. Mhm. Und ich wollte dich mal gerade noch fragen, Viola, du bist ja jetzt 45 Jahre alt. Mhm. Und die Erinnerung daran, und ich mag das ja auch, wenn wie schwer es dir fällt, über dieses Thema zu sprechen. Mhm. Hast du über viele, viele Jahre diese Thematik verdrängt und verschwiegen? Viel zu lange. Hm. Ich weiß es selber nicht. Wann hast du denn in welchem Alter zum ersten Mal drüber gesprochen? In welchem Alter? Im Endeffekt immer drüber gesprochen, aber keiner hat mir geglaubt. Hm. Wem hast du das denn erzählt? Und wer hat es dir nicht geglaubt? Meinem ersten Mann oder meinem toten Mann, also den ich mit 15 kennengelernt habe, wo ich die Kinder mit habe. Ja. Den habe ich da dann kurz vor seinem Tode erzählt. Und der hat das nicht geglaubt? Doch. Doch. Er hat es geglaubt. Bist du jetzt im Moment auch in einer Beziehung? Nee, ich bin jetzt nicht in einer Beziehung. Warst du irgendwann einmal in einer Therapie? Nein. Warum nicht? Weil ich einen
Nachbarn hatte von meinem toten Mann, also von mir und meinem toten Mann, der dann mal irgendwann, wo ich dann gedacht habe, ich könnte mich offen geben, der war dann 46 damals, und habe ich das gemacht, habe ich einfach die Wahrheit erzählt, weil ich nicht mehr konnte. Mhm. Und ja, auch meinem Vater zur Rede gestellt, da war ich aber nicht bei. Ich weiß nur, was er zu mir gesagt hat. Und er hat gesagt, er hat zugegeben. Moment, nicht das, was durcheinander bringt. Du hast einen neuen Mann kennengelernt, einen Nachbarn. Und nee, in der Zeit, wo ich meinen ersten Ehemann kennengelernt habe, beziehungsweise wo ich mit meinem ersten Ehemann zusammen war. Wir kommen nochmal einfach, sonst kommen wir durcheinander. Nochmal auf die Grundfrage zurück. Warum hast du keine Therapie gemacht? Weil ich Angst hatte, weil der damalige Nachbar gesagt hat, er kennt eine Frau, die das gemacht hat und die ist in der Psychiatrie gelandet und ist geblieben. Ah, so. Das heißt, da hat man die Angst gemacht, was natürlich völliger Quatsch ist. Dass ich durchdrehe, dass ich da nicht mehr rauskomme aus der Psychiatrie. Jetzt wolltest du gerade anfangen zu erzählen und das interessiert mich auch sehr. Du hast deinen Vater irgendwann zur Rede gestellt? Mhm. Habe ich. Das erste Mal mit 18. Ja. Wie hat er sich geäußert? Das war der Witz. Habe ich einfach zu ihm gesagt, setz dich bitte auf den Sessel und ich habe mich genau gegenüber gesetzt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, warum hast du mir das angetan, warum hast du... Und was hat er geantwortet? Er hat gesagt, er konnte meiner Mutter nicht fremdgehen. Und dann habe ich gesagt, aber deine Tochter das Leben kaputt machen. Habe ich gesagt, das kannst du. Und dann habe ich ihn rausgeschmissen. Also seine Begründung war, ich habe mein Kind missbraucht, weil ich meiner Frau nicht fremdgehen konnte. Richtig. Daraufhin habe ich ihn rausgeschmissen aus der Wohnung. Und lebt dein Vater heute noch? Ja. Der lebt noch. Hast du mit dem im Laufe der vielen letzten Jahre Kontakt gehabt? Hab ich. Hast du? Ich habe ihn auch vor knapp 3 Jahren nochmal angesprochen. Er ist ja jetzt ein wahrscheinlich sehr alter Mann. Mhm. Nämlich, wie alt? Ja, er ist jetzt 78er. Mhm. Mit 55 habe ich ihn nochmal angesprochen. Ja. Ich weiß, dass ich im Endeffekt niemals ein Antwort von ihm haben kann. Bitte? Das habe ich nicht verstanden. Ich weiß, dass ich im Endeffekt niemals eine Antwort von ihm haben kann. Nee, das heißt, mich befriedigt, das weiß ich. Aber ich habe ihn wieder angesprochen. Und wie hat er diesmal reagiert? Da hat er zu mir gesagt, ich habe gehofft, dass du mich ansprichst. Weil er hätte sich auch jahrelang Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, du hast dir aber nie Gedanken gemacht, weil ich als Kind empfunden habe. Warum kam ich nie mit dem Mann klar? Also er war fast erleichtert, dass du ihn nochmal angesprochen hast. Ja. Das heißt, da hat sich schon bei ihm etwas verändert in seiner Einstellung. Mhm. Und so in der Richtung, dass er sich dafür schämt und es ihm leid tut? Das ja, ist richtig. Gab es denn zumindest eine Entschuldigung von ihm? Hat er es ausgesprochen so? Das ja. Das ja. Entschuldigung, ja. Aber das kann auch nie eine Entschuldigung geben für mich in dem Sinne. Natürlich nicht, Völlig klar. Ich wusste auch nicht, wie ich in dem Moment damit umgehen sollte. Mhm. Dann war meine große Schwester dabei, das erste Kind, das Erstgeborene. Mhm. Das war das Schlimmste für mich. Ich habe immer gedacht, das Erstgeborene, ihr Leben ist alles im Griff. Mhm. Und die anderen Kinder jetzt nicht so. Viola, ich muss, weil die Sendung gleich vorbei ist, ich muss dir unbedingt aber noch was sagen. Ja. Das, was dir dein Nachbar da erzählt, das ist natürlich völliger Unsinn. Dass man, wenn man sich mit so einer Vergangenheit, die du hast erleben müssen, zu einem Psychologen begibt, der in Therapie, dass man dann in einem Irrenhaus landet. Mhm. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist verantwortungslos, sowas zu sagen. Da war ich 19. Ja, ich glaube schon. Wenn ich jetzt höre, wie du in deinem Alter von 45 noch emotionalisiert bist bei diesem Thema, finde ich aber, dass du sowas von dringend in eine gute Therapie musst. Und wir werden dich jetzt gleich noch beraten, was, wo, wie du es machen solltest. Mhm. Okay? Mhm. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, danke. Domina. Alles Liebe, Viola. Ja, danke. Tschüss. Domina. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Malte Imels und Stefan Weitershagen. Morgen heißt unser Thema. Ich habe es ja gerade schon gesagt.
in der Disco passiert. Ich möchte mit euch über Dinge, Vorkommnisse, Geschehnisse reden, die euch in einer Diskothek schon widerfahren sind. Gewalt, Sex, ungewöhnliche Sachen, bizarre Sachen, was auch immer. Also in der Disco passiert, ab 0 Uhr könnt ihr euch bei uns hier melden oder mailen und um 1 sind wir im Radio, bei 1 live und im Wiederfernsehen. Ich wünsche euch jetzt